Jo Leute, und damit willkommen zurück zu Watch Dogs. Ja, da als wir das letzte Mal bei Default gejagt haben, ist er halt leider entkommen. Jetzt haben wir eine weitere Information zu Nikki. Frage ist, ob sie da sein wird. Ich bezweifle es irgendwie, aber naja, schauen können wir ja mal. Besser gucken als tatenlos rumzustehen oder so. Hopp. Rush nicht. Rush mach ich nicht. Gut. Dann gehen wir mal am Klärwerk gucken. Ob Niki da auch ist. Und wenn die wird sie wahrscheinlich vom Fixer oder was weiß ich festgehalten. Was eine große Katastrophe sein wird. Aber wir da erstmal reinkommen müssen wieder. Man kennt das bei mir ja, wie unauffällig ich immer bin. Ups. So, wo kommen wir denn da rein? Schau mal. Ich glaube hier. Dann gehen wir mal gucken da hinten. Ob sie da irgendwo ist. Wir hätten auch andersrum reingehen können, aber gut. Ist Standard bei mir. Nimm mal den längeren Weg. Kleine Schwester. Bam, bam, bam. Moment. Fortschritt. Das ist halt die Kampagne. Ah, das sind halt die und dann das letzte. Was wahrscheinlich aber noch eine ganze Weile dauern wird. Man merkt ja jetzt schon, wie lange das eigentlich geht. Ich hab Nikki. Endlich. Und Damien weiß es nicht. Okay, jetzt schön vorsichtig. Er wird sie bewachen. Hoffentlich ist sie bereit. Damien weiß das mit Sicherheit. Pass gut auf dich auf, Datin. Die haben wohl Fixer als Security angeheuert. Die schießen erst und stellen dann keine Fragen. Ja, ich hack mich unter dem Radar rein. Die werden mich gar nicht bemerken. Naja, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht. Da ist sie. Nikki, ich bin's. Aiden, wo bist du? Hier sind überall Männer. Die Wache hier ist... Keine Ahnung, was passiert ist. Hör zu, ich weiß. Ich hole dich raus. Du bleibst am Telefon und ich führe dich. Nein, die finden mich. Nikki, da ist deine Waffe. Steck sie bitte ein. Nur für den Fall. Oh Gott, das ist verrückt. Aiden, ich weiß nichts über Waffen. Ich hab geschossen. Wir müssen weiter. Hör auf meine Stimme. Ich glaube, er ist tot. Nikki, hör mir zu. Wir müssen schnell machen. Ich werde dich sicher führen. War ja klar. Gott. Auch erstmal die Kamera da oben. Atmet noch. Sollten wir einen Krankenwagen rufen?
Bewegung. Ich habe nicht mehr geschossen, seit wir mit Dad auf Jagd waren. Und das waren nur Kaninchen. Was zur Hölle ist da los? Also nicht. Meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Wo kam der Typ her? Wo kam die Sacknase mit einmal her? Meine Stimme. Zuerst müssen wir dich rausbringen. Ja. Okay. Ja. Keine Ahnung, wie du das tun kannst. Gott. Okay. Das ist doch kein Leben. Ist das dein Job? Du tötest Menschen? Das tust du nicht. Oder? Alles klar. Los, schnell. Okay, lauf zu diesem Auto. Steig ein und fahr los. Nicht umdrehen. Okay. Dann kommen sie aus dem Gebiet. Alles klar. Du bist in Sicherheit. Aber wir müssen dich und Jax aus der Stadt bringen. Ist Jackson okay? Oh Gott, er sagte, du wärst tot. Er sagte, er würde mich töten. Wo ist Jax? Ich muss ihn sehen. Er ist sicher bei Yolanda. Fahr da jetzt hin. Ich treffe dich. Hol Jax. Okay, haben wir das. Glaubst du, Nikki wäre sicher? Glaubst du, es ist vorbei? Für Nikki ist es vorbei, aber nicht für dich. Ich will dir nichts verderben, aber ihr bekommt Gesellschaft. Die Bullen haben gerade einen Tipp zum Rächer bekommen. Ist das nur ein Spiel für dich? Ja, sicher, es ist nur ein Spiel. Ich bin nur zum Spaß dabei. Du hast mich enttäuscht, Aiden. Wir waren Partner. Was wirfst du mir vor? Ambitionen? Ich werfe dir deine Gier vor. Ich muss los. Deine Heuchelei ist beeindruckend. Fahr vorsichtig, Partner. Die Cops sind echt heiß auf dich. Okay. Die Cops sind echt heiß auf mich. Alles klar. Verstärkungsrufe deaktivieren. Ach ja, stimmt. Da gab es ja auch noch was. Zusatzakku. Was das? Profiloptimierung. Achso. Ne, wir hauen mal den Akku nochmal höher.
Packt eure Sachen zusammen. Ich komme und hol euch ab. Nehmt nur mit, was ihr wirklich braucht. Okay, Jax und ich sind fertig, wenn du kommst. Okay. Da muss ich dahin. Dann reise ich einmal hier hin. Einmal ist sie gestorben, weil ich den Typen nicht gesehen habe. Und dann, ja. Beim zweiten Mal habe ich das hingekriegt, mal bedenken. Geht doch. Manchmal schafft man das auch ganz schnell. Speichern wir nochmal ganz kurz. Muss ein bisschen sein. Gut. Und dann wollen wir mal. Mal gucken, was für eine Karre draußen steht. Wenn eine Karre da steht oder so. Okay. Na, ja, hier stehen so ein paar Karren. Und meine steht da hinten, ne? Oder? Oder nicht? Oder doch, oder nicht? Keine Ahnung. Ich nehm's mir einfach. Das lahmarschige Ding. Okay. Ups. Blumenforschung stellt heute ein verbessertes Verschlüsselungssystem vor. Die PR-Chefin Charlotte Gardner gab zu Protokoll, dass das gescheiterte Datenleck vom Morgen beweist, dass das Unternehmen sicherer ist als je zuvor. Stellt immer das vor. Ich brauche erstmal einen Weg. So. Ich könnte auch so fahren, aber dann müsste ich immer gucken, wo lang. Und so kann ich mich auf die Straße mehr konzentrieren. Naja. Ihr wisst ja, was ich damit meine. Indem ich überall reinfahren soll. So. Dann wollen wir mal. Geister der Vergangenheit. Ich habe mich so angestrengt, Nikki von allem abzuschirmen. Und jetzt hat sie jemanden getötet. Die ganze verdammte Stadt bricht unter uns zusammen. Ich bringe sie in Sicherheit, bevor es zu spät ist. Na komm. Yolanda sagt, sie hetzt dir die Polizei auf den Hals. Steig ins Auto, na los. Bist du reingelegt worden? Sag es. Ich hab ihn. Diesen Mörder. Ich weiß, wer er ist. Was? Nick, die Zeit ist knapp. Wir müssen los. Jetzt! Komm jetzt! An alle Einheiten. Das war so klar. Wo müssen wir hin? Holla die Waldfee. Holla die Waldfee. Jazz, halt den Kopf schön unten. Schuss, Bullen. Verstanden. Eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zum Verdächtigen. Scheiß Bullen. Aiden, das sind Polizisten. Ach was. An alle, sind am Verdächtigen dran. Wir wurden von der Polizei entdeckt. Kann man mir das nicht gleich sagen? An alle Einheiten, wir halten das Buch und der Sitzung ist unterwegs. Vor 31 Adam hier, wir drehen und sehen uns nochmal um. Okay. Aber wie haben die mich denn gesehen?
fahren wir geradeaus. Ups. Aiden, das sind Polizisten. An alle Einheiten, eine Hochleistungspatrouille ist vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles. Sind wieder an ihm dran. Over. Ist das denn scheiß Ernst? Oh Gott, das wird ein... Das wird ein schwerer Akt. Alle Einheiten, und vor der Luftunterstützung an. Verdächtiger auf der Flucht. Ja, ich bin weg. Halt den Kopf schön unten. Fahren wir geradeaus weiter. Aiden, das sind Polizisten. An alle, eine Hochleistungspatrouille ist auf dem Weg zu seinem Standort. Die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn... Ich bin wieder an ihm dran. Wieso haben die mich denn gesehen? Uiui, das wäre jetzt echt schwer. Warum fahre ich denn schon da unten lang? Verstanden, Rufus. Verdächtiger auf der Flucht. Eine Luftunterstützung auf dem Verloren. Jax, halt den Kopf schön unten. Warum fahre ich denn da unten extra lang? Aiden! Das sind Polizisten. Ein Hochleistungswagen wurde dem Verdächtigen hinterhergeschickt. Fliehen wir vor der Polizei, die können uns helfen. Nein, die helfen uns nicht. Warum? Weil sie mich verfolgen. Aber wir können von Damien erzählen. Ich sag ihnen alles, was passiert ist. Nikki, hör zu. Du sagst nichts, wenn sie uns schnappen. Jetzt fahre ich euch zwei erstmal aus der Stadt. Du verschwindest und bleibst unsichtbar. Ich kümmere mich um Damien. Das macht doch keinen Sinn. Wir haben nichts zu verbergen, oder? Eigentlich. Oder? Das ist der Rächer. Das ist kompliziert. Er könnte sich in einem Parkhaus verstecken. Halte die Augen offen. Also alles aus den Nachrichten, die Morde, May Stadium, das warst du? Gott. Und seit ich weg bin, was hast du getan, um mich rauszuholen? Nur das, was ich musste. So viel. Wir sehen mal nördlich von eurer Position nach. Nördlich? Gesucht, dass er kommt. Gebt sofort ein Täterprofil in Umlauf. Gut. Es gab mal eine Eisdiele in der Nähe. 101 Flavors. Alles, was ich kenne, ist in Chicago. Mein Zuhause. Und jetzt? Sollen wir von vorne anfangen? Ich dachte, die Dinge hätten sich geändert. Ich hoffte. Die Dinge werden sich ändern. Versprochen. Keine Versprechen mehr, Aiden. Wo sollen wir jetzt hin? Ich werde dich und Jax von hier fortbringen. Und was dann? Wir könnten den Staat verlassen und bei... Nein, sag's mir nicht. Sag es niemandem. Man muss ja nur schaffen, alles zu bereinigen. Dann gibt es auch eigentlich keine Probleme. Er kriegt eh alles gelöscht mit seinen Leuten. Es ist vorbei. Für euch zwei. Aber für dich nicht.
schon okay, Jax. Hätte nicht so kommen müssen, aber haben wir eine andere Wahl. Ist alles okay? Weißt du noch, als wir Kinder waren und ich dir nachlief und du wolltest mich loswerden, aber ich hab's immer weiter versucht. Ich mochte deine Autos nicht oder Hockey und deine Freunde waren eklig. Ja. Ich bin dir gefolgt, weil ich dich vergöttert habe. So wie Jackson. Und ich habe nur gehofft, du würdest mich bei dir wollen. Doch irgendwann habe ich nur noch gehofft, dass du dich mal umsiehst. Ich kann nur sagen, es tut mir leid. Aber jetzt folge ich dir nicht mehr. Ich weiß. Okay, Liebling. Verabschiede dich jetzt von Onkel Aiden. Kommst du nicht mit uns? Nein. Dein Onkel bleibt hier. Bei Jax. Gott. Noch 3 Versuchen? 4 waren das eben? Oder die Waldfee? Yay. Das war auch ein Akt. Naja, ich bin ja auch zwischendurch zu doof dazu. So lange auch kein Wunder, dass das so lange dauert. Schachpuzzle beenden. Drastische Verlängerung der Fokus-Gesamtdauer. Okay. Ja. Fokus Boost. Danke. Nehme ich erstmal. Telefon klingelt wahrscheinlich gleich wieder. Ich hab da was, das Licht auf den Typen wirft, den du suchst. Bist du bereit dafür? Wahrscheinlich nicht. Spiel's trotzdem mal. Ich will, dass Sie etwas für mich überbringen, Mr. Irak. Okay. Gibt's einen Namen und eine Adresse für den Job, Mr. Quinn? Branks und Pierce. Eine deutliche Warnung. Treffen Sie die Familie, wenn's sein muss. Sir, ja, Sir. Was haben Sie getan? Das geht Sie nichts an, Mr. Irak. Tun Sie das. Und ich lasse Sie dafür nächstes Jahr die Auktion leiten. Was für ein eiskalter Hurensohn. Verdammter Quinn. Das sollte nur ein schneller Job werden. Tag der Abrechnung. Kein Problem. Scheiß Mafia-Boss. Ich hab dir nicht zu sagen, was du tun sollst. Aber nur so am Rande. Quinn hat so ein Wohlfahrtsding am Laufen. In seinem Hotel. Dem Merlot. Okay, danke, Tibor. Ich werde nie zurückkommen. Ich hab sie aus ihrem Haus getrieben. Weg von mir. Aber sie ist sicher. Sie sind beide sicher. Ich weiß, ich könnte sie finden. Aber das werde ich nicht tun. Nicht mehr. Und jetzt Quinn. Lucky Quinn. Er ist an allem schuld. Er ist der Geist, den ich gejagt habe. Der Mann, der den Angriff befahl. Der mein Leben zerstörte und meine Familie. Es war Quinn. Jetzt wird er mir antworten müssen. Ich glaube kein einziges Wort aus
Okay, was ist das denn für ein Symbol eigentlich? Und kein Rächer. Ich mache hier nichts. Was ist das denn für ein Symbol? Was war das, für ein komischer Sprung? Umsonst kommt man hier nicht rauf. Ohne Grund. Okay. Aha. Das war ein Fehler. Ich hab's echt versaut. Ich wollte doch nur raus. Mehr nicht. Ein Neuanfang. Nur ich und Abby. Oh Gott, wie konnte ich nur? Diese Typen haben ihre Augen überall. Die wissen alles. Die wussten von jedem beschissenen Teil, das ich mal irgendwann gekauft habe. Dieses verfluchte CTOS. Einer hat angerufen und gesagt, wenn ich nochmal was versuche, bringt sie meine Frau um. Einfach so. Als wäre es nur eine Kleinigkeit. Meine Frau. Ich hab's ihr nie gesagt. Aber sie hat mich gedrängt. Lass uns gehen. Die Stadt verlassen. Sie dachte, mein altes Leben würde mich wieder einholen. Sie hat ja keine Ahnung, wie recht sie damit hatte. Okay. Jetzt wissen wir auch, warum er das gemacht hat. Da sollen wir hin. Schneller Licht daneben. Auch nicht schlecht. Aber gut. Ich werde dann hier erstmal speichern. Und damit sage ich dann, sehen wir uns das nächste Mal wieder bei Watch Dogs. Und dann machen wir was? Kein Weg zurück. Okay. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.